ein verdammter Albtraum. Was für eine höllische Operation habt ihr Idioten hier unten eigentlich durchgeführt? Das ist kompliziert. Wir mussten den Ernst der Lage abschätzen. Eine sichere Zone einrichten. Ich will ja nicht nölen, aber wenn euer gesamtes Final Echo Squad diese Spinner nicht unter Kontrolle bekommen hat, seid ihr echt scheiße. Die Skies und Creeps hatten wir im Griff. Aber sie sind bei weitem nicht das Schlimmste hier unten. Ach was, dann verrat uns doch, was hier unten das Schlimmste ist, Schwester. Wir nannten sie Burnouts. Sie sind komplett mutiert. Wenn wir einen sehen, wirst du es wissen. Na großartig, einfach fantastisch. Da kann ich mich ja glücklich schätzen. In diesem Ding sind wir ein leichtes Ziel. Soll ein Crash überstehen. Ist bestimmt auch kugelsicher. Das hoffe ich. Ich empfange von überall da draußen Aktivitäten. Hast du das gesehen? Bedauerlicherweise ja. Sag Hallo zu den Burnouts. Scheiße! Nicht schießen! Nichts kann diese Hülle durchdringen! Noch mehr durchtrennt das Kabel! Die Tür ist im Arsch! Kein wirklicher Mann, rutsch einfach drunter durch! Shit! Alles klar. Die Hölle heißt! Vorsicht! Sie dürfen uns nicht in die Flanke fallen!
Ein Skull Banshee. Und er ist ziemlich nah. Das Ehrenabzeichen jedes gemeinen Piraten. Ausgelöst. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? Hab eine Vermutung. Hoffe, du hast irgendwas. Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering.
Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Er klemmt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Schneller, Schwachkopf! Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super! Klasse! Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Wenn man vom Teufel spricht. Die volle Kampfsignatur. Er ist am Leben. Er hält gegen deinen ganzen Kopf Styles durch. Verdammt. Hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja, los. Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt. Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten... Dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles... Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat, ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr, als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einer. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen. Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst... Reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Unterhalten wir uns mal mit dem General.